Schlagfertig und charmant führt sie durch den Abend, Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, und beweist damit, dass sich Boxsport und Eleganz nicht ausschließen müssen, ebenso wie Weltkarriere und Heimatverbundenheit. Was Thomas Gottschalk für Kulmbach ist, ist Christine Theiss für Bayreuth. Mit dem Unterschied, dass die Bayreuther sie viel öfter zu sehen bekommen. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit gehabt. Ich habe mich immer wohlgefühlt in dieser Stadt. Ich mag die Menschen hier. Deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Grund, nicht zurückzukommen. Es war auch ganz klar, dass Sie hier heute moderieren. Also die Anfrage ist schon, kam vor einem halben Jahr, hat also nichts mit meinem gewonnenen Kampf zu tun. Ich glaube, ich hätte es sogar machen dürfen, wenn ich verloren hätte. Aber ich habe sofort Ja gesagt, weil mir einfach klar war, für mich ist das eine Ehre, dass dann auch die Verantwortlichen der Stadt sagen, Mensch, nehmen wir doch die Theiss, die ist von hier und ich freue mich drauf. Bis jetzt macht alles Spaß. Eröffnet wird der Ball der Stadt Bayreuth wie üblich von der Oberbürgermeisterin. Und die meistgestellte Frage des Abends lautet, tun Sie's oder tun Sie's nicht? Nein, da hilft auch der Applaus nichts. Die Oberbürgermeisterin tanzt schon wieder fremd. Sie haben ja Ihrem Mann wieder ganz charmant aus der Patsche geholfen in diesem Jahr. Was haben Sie sich denn da einfallen lassen wieder? Es ist der 50. Ball der Stadt, es ist unser Jubiläumsball. Und dann habe ich überlegt, da passt ganz gut, wenn wir jemanden einladen, der heute auch Geburtstag hat. Das ist gelungen, Thorwald Wild hat heute Geburtstag. Ich habe ihn angerufen und er hat spontan gesagt, ja, ich komme gerne, ich mache gerne den Eröffnungswalzer. Und so war es dann auch. Warum wollen Sie partout nicht tanzen? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich partout nicht tanzen will, sondern ich habe gesagt, ich stehe für den Eröffnungsball nicht zur Verfügung. Das heißt, Sie können sehr wohl tanzen. Und der Ausschuss der Öffentlichkeit. Dazu sage ich jetzt nichts. Die restlichen 2000 Ballbesucher hingegen haben keinerlei Berührungsängste mit dem Tanzparkett. Waren Sie heute schon auf der Tanzfläche? Sie sehen doch, wie verschwitzt ich bin. Sie sind schon kräftig getanzt, ja, Ihre Frau. Richtig, das ist immer eine Pflichtübung. Meine Frau legt Wert drauf und mir macht Spaß. Und manch anderer hätte sich womöglich gewünscht, nur tanzen zu dürfen. Herr Zimmer, Sie haben ja ungeahnte Talente. Ja, also ich habe mich jetzt das erste Mal auf dem Hochrad versucht. Ich muss zugeben, daran muss ich noch ein bisschen üben. Tanzen geht leichter, oder? Tanzen geht wesentlich leichter. Habe ich natürlich auch meine Frau als Partnerin in der Regel. Und mit dem Mann jetzt heute war es ein wenig schwierig. Aber ich habe mich bedankt bei ihm. Also Sie werden jetzt nicht in Zukunft Einrad fahren oder Hochrad womöglich? Ja, ich glaube eher nicht. Aber es hat viel Spaß gemacht, diese neue Erfahrung, ohne Frage. Es war sehr lustig anzuschauen, muss ich sagen. Für eine Showeinlage auf dem Hochrad wäre die Ballrobe der meisten Damen ungeeignet. Ob kurz, ob lang, ob klassisch oder bunt, nicht nur die Bayreuther Damenwelt versteht es, am Jubiläumsball zu glänzen. Was muss ein Ballkleid Ihrer Meinung nach haben? Es muss für mich ein bisschen außergewöhnlich sein, sollte nicht jeder haben, nicht 0815, und darf ruhig ein bisschen Farbe haben. Ich hatte es einmal an und seitdem hing es im Schrank. Man kann das Kleid hinten wie vorne anziehen. Also ich habe ja schon einige wunderschöne Kleider gesehen, das ist auch ein sehr, sehr schönes Kleid. Aber bitte, diese Jackett, wo haben Sie denn das her? Das habe ich eigentlich in München gekauft und habe mich erst nicht getraut. Also ich habe mir sehr lange überlegt, soll ich das nehmen, soll ich es nicht nehmen. Nicht, dass ich noch mit einem Musiker verwechselt werde. Diese Gefahr besteht nicht. Die Musiker glänzen beim 50. Ball der Stadt Bayreuth vor allem mit ihren Instrumenten und sorgen für eine rauschende Ballnacht und einen beschwingten Start ins neue Jahr. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.